Kamera liebt dich, denke mal dran. Echt jetzt? Ja. Herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Video bei Plankton Plus Aquaristik. Heute, ja, wir hatten schon mal ein Video mit Korallenschneiden, heute mal im Geschäft mit einer Diamantbandsäge. Mit der kann man wesentlich leichter Korallen schneiden, weil man ja nicht mit der drehenden Diamantscheibe immer rumtut oder mit einem Zwicker, sondern da hat man wirklich Platz, hier was zu sägen. Für welche Arten von Korallen ist das geeignet so? Ja, letztendlich kann man ja fast alles schneiden, fast. Bei manchen Arten muss man wissen, wo man schneidet und wie man sie schneidet, und bei manchen, da traue ich mich nicht mal ran, weil da ist mir das Tier dann zu schade, dass ich eine 50-50 Chance eingehe, dass es vielleicht kaputt geht. Welche drei Korallen würdest du niemals schneiden? Eine Scolly, eine Blasenkoralle, ja, Drachis noch, genau. Okay. Ein Wunder habe ich schon, weil wenn man weiß, wo man schneidet, ja, okay, dann geht es. Was steht heute an? Also was hast du geplant zu teilen? Ja, wir haben ja vorne in unserem Reißbereichbecken Korallen drin stehen, die nicht ganz so toll ausschauen, weil halt vielleicht mein Kopf abgestorben ist oder durch Lichtabschattungen und sowas, halt einfach wieder sauber zu schneiden, sauber aufzukleben und halt dem Kunden halt das Tier auch sauber präsentieren zu können. Weil so, wenn das so drin liegt, herzlos, sag ich mal, schaut halt blöd aus. Okay. Soll halt einfach alles sauber sein, dass man halt reinkommt und sagt, jawohl, dieses Tier, und nicht eventuell das drumherum. Okay, welche Tiere kommen in Frage? Da das ja da drin immer ein bisschen ausschaut wie ein Weltuntergang. Nee, wir legen es immer hin und dann die Fischzupfen dran drum, die Strömung, dann fliegt das immer ein wenig rum. Deswegen jetzt eben mit der neuen Säge mal alles schick machen, sauber aufkleben, dass man es halt sauber mit einem Ablegerstein draufsteigen kann. Jetzt sind wir hier mal gleich mal eine typische, das ist das, was ich gerade angesprochen hatte. Da haben wir eben eine Koralle, wo halt einfach was abgestorben ist, und da schauen wir jetzt, dass wir vernünftig was rausschneiden können, dass halt einfach das Abgestorbene weg ist. Und was ist das jetzt? Das ist eine Carlos-Dreher. Mhm. Also eine LPS. Eine LPS, genau. Die nehmen wir jetzt mal mit hinter. Die Säge ist ja schon hergerichtet, eben mit den Schwämmen, dass da halt eine Kühlung aufs Diamantblatt kommt, mit Salzwasser. Mit Salzwasser, okay. Ja, weil sonst kriegt er die Koralle einen osmotischen Schock, wo wir ja nicht brauchen, weil wir ja nicht irgendwas abtöten wollen, Planarien oder sonst irgendwas, sondern wir wollen ja nur einfach das Tier zurechtschneiden. Okay, also Diamantblatt, weil es kann nicht von Salzwasser rosten. Also das ist der Vorteil in der Meerwasser-Aquaristik, warum man sowas... Es fängt, wenn man das Gerät nicht gescheit pflegt, also wenn man fertig ist, mit Osmosewasser am besten oder mit Leitungswasser halt sauber alles abwischen, spülen, trockenlegen, sonst rostet auch das. Okay. Es sind zwar viele Kunststoffteile, aber Antriebszarren, und wie gesagt, das Diamantblatt ist ja nur bestückt mit Diamanten, deswegen kann es dann trotzdem zum Rosten. Also immer, wenn man weiß, man macht länger nichts, unbedingt sauber machen, weil sonst fängt das Ding zum Rosten. Okay. Dann schauen wir mal, wo wir da am besten schneiden können. Zurück ins Wasser. Also du schneidest quasi nur durch das Kalkmaterial. Ja, den Polyp mal nicht zu weit unten abschneiden, weil das, glaube ich, geht auch nicht gut aus. Also wenn man Köpfe hat, wirklich schauen, dass halt nur Rest da stehen bleibt. Nachdem wir jetzt die Korallen fertig geschnitten haben, habe ich mir noch Ablegersteine hergerichtet. Unseren Kleber, mit dem wir es jetzt wieder aufkleben, das verlinken wir euch nochmal unten zu einem anderen Video, wo wir den auch schon verwendet und vorgezeigt haben. Also wie gesagt, unser Pulver. Und dann im Endeffekt einmal schauen. So, einmal haben wir die andere Seite auch noch. So, das war's. Dann wieder zurück ins Wasser. Vorzüglich. Das Ganze machen wir jetzt noch dreimal und dann gehen wir nach vorne. Viele im Hobby der Meerwasser-Aquaristik sind natürlich nicht gewollt, auch kleinere Ableger zu kaufen, weil sie sagen, okay, das Zeug wächst sehr, sehr langsam und ich möchte mein Becken natürlich von Tag 1 an auch ansehnlich füllen. Was ist so deine Meinung dazu oder was sind deine Tipps, um das Ganze vielleicht auch wie hier jetzt auf einem nachhaltigeren Weg mit Ablegern ausreiten zu können? Das mit dem Thema große Stöcke, kleine Stöcke, Nano-Ableger, das
ist immer so eine Thematik, erstens mal aufs Becken bezogen und mit dem Nachhaltigkeitsgedanken natürlich auch. Ich sage immer, wenn man damit leben kann, dass ich dem Tier zuschaue, wie es wächst, dann hole ich mir lieber mehrere kleine und schaue halt, dass ich unterschiedliche Farben oder Tiere eben reinbekomme, dass ich halt sage, ich habe eine wenig eine Vielfalt drin. Das Verständnis für große Tiere sehe ich natürlich auch, weil wenn ich natürlich eine ultra geile farbige Koralle habe und habe nur so ein kleines Teil, das kommt da nicht so ganz zur Geltung. Ist natürlich ein Preisfaktor. Wenn ich halt sage, so eine Calostrea liegt jetzt irgendwo wahrscheinlich bei 24,90, jetzt die Ableger hier, jetzt als Beispiel, und sagt dann, ich mache eine Euphilia, wie sie jetzt alle heißen, dann wo halt dann der Kopf irgendwo 300 Euro aufwärts losgeht, ist halt ein Unterschied. Wenn mir so ein Tier leider kaputt geht, warum auch immer, gerade als Anfänger ist vielleicht deshalb mit günstigeren Tieren besser. Ist immer schade, wenn ein Tier kaputt geht. Das muss man auch dazu sagen. Wenn jetzt so eine Koralle rausgenommen wird und geschnitten wird, so wie wir das gerade gemacht haben, was bedeutet das für das Tier? Ist das ein sehr hoher Stressfaktor? Kann da wirklich was passieren? Also wie ist so die Quote der Sterberate, dass man sagt, okay, bei dem Schnitt einer Koralle von einem Resultat von 10 Ablegern sterben so und so viele, kann man das Ding festmachen? Also bei LPS jetzt so, wo Köpfe sich gebildet haben, wenn ich es nicht voll vergeigt beim Schneiden, habe ich da eigentlich überhaupt keine Probleme. Natürlich, für das Tier ist es Stress, wobei ich jetzt sagen muss, mit der Bandsäge im Gegensatz zu früher mit dem Dremel ist das schon ganz was anderes, weil mit dem Dremel habe ich die Kühlung nicht so. Das heißt, das Tier oder das Wasser, die Schmierung wird auch immer wärmer, das Tier kriegt die Wärme ab. Bei dem Teil ist es so, durch das, dass das Band ja schon mal wesentlich länger ist, heizt sich das nicht so auf und durch die ständige Kühlung, durch die Schwämme, wo drin sind, kommt ständig auch kühlendes Wasser mit. Also ist definitiv schonender zum Schneiden, ist natürlich für ein Hausgebrauch daheim ein teures Teil, sich das anzuschaffen. Wir machen es ja bei unseren ein wenig anders. Deswegen. Ja. Tauschen wir mal unser Gefäß, weil dann holen wir mal noch eine Akan Castrea. Die ist natürlich etwas größer. Und schwieriger zu schneiden wahrscheinlich. Ja, es ist halt eine andere Art zum Schneiden, weil es halt komplett Stein ist und nicht Köpfe. Dreht sich jetzt um die hier. Da haben wir in der Mitte abgestorbenes Material. Und das wollen wir jetzt mal rausschneiden. Dann machen wir gleich ein paar kleinere Tiere draus. Und gut ist es. Schauen wir, dass wieder genug Kühlung hochkommt in unserem Schwämmchen. Das waschen wir mal kurz aus. Also diese Schwämmchen hier, die filtern das Wasser vor, was dann zur Kühlung verwendet wird, oder? Nein, die halten den Dreck ein wenig zurück, dass der nicht immer wieder mit hochkommt. Und wie gesagt, man lässt den halt mit Salzwasser aufsaugen, idealerweise. Also unten ist quasi ein Salzwassertank drin, das benutzt ihr dann? Nö, da ist gar nichts drin. Da sammelt sich halt bloß Dreck und Schmodder von dem Wasser, was halt vom Schwamm mitgenommen wird. Dass halt einfach immer wieder Kühlung mitkommt. Dann haben wir hier unser Tier. Wie sieht jetzt eine frisch durchgeschnittene Koralle aus? So. Ketzen gerade schön glatt. Kannst du hier jetzt auch durch die Polypen durchschneiden? Ja, habe ich in dem Fall jetzt gemacht. Okay, das macht der Koralle nichts. Ja, natürlich macht das der Koralle schon was. Die nässert natürlich jetzt, die haut Schleim raus. Deswegen kommt die jetzt dann eben auch noch in ein extra Bad, um eben die Schnittkanten etwas zu desinfizieren. Und dann jetzt entweder aufgeklebt oder so reingelegt. Das muss man jetzt dann mal nur schauen, wie das dann unterm Strich ausschaut. Dann schneiden wir halt da den Rest noch weg vom abgestorbenen Material. Und dann gucken wir mal, ob wir sie eventuell nochmal teilen oder ob wir ein größeres Tier noch draus lassen. So, was haben wir hier jetzt? Eine Euphilia glabrescens. Warum auch immer, aber das passiert auch mal uns. Wasserwerte alle in Ordnung? Wasserwechsel erst letzte Woche gemacht. Lösen sich Köpfe ab. Die schneiden wir jetzt mal noch und versuchen den Kopf oder die zwei Köpfe eventuell noch zu retten. Schauen wir mal. Ja. Die Kangastrien sind fertig geschnitten. Haben wir wieder an Ordnungsstelle hingelegt. Ist natürlich jetzt noch ein bisschen Schleim, aber eben gute Strömung, dass sich das jetzt alles wieder erholen kann. Mit Strömung kann man den Heilungsprozess fördern. Ja, dass sich halt kein Titrus oder sowas ablagert. Deswegen eigentlich relativ immer gute Strömung. Ja, das war's dann eigentlich mal wieder. Ich hoffe, es hat soweit euch gefallen. Die Euphilia werden wir jetzt noch nur den Kopf noch schneiden.
aufkleben, aber das ist im Endeffekt nichts anderes wie bei der Calostrea. Immer nur sauber getrennte Köpfe schneiden, nicht zu weit oben, sonst erwischt man nur das Gewebe. Macht einen Daumen drunter, teilt's. Oder was sagt man da? Das passt schon.